Jo Leute, was geht ab über am Start und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon am Titel, wir machen heute mal eine Flachwitz-Wasser-Challenge. Das Ganze haben wir schon mal gemacht vor ungefähr 5 Jahren, oder? Ja. Das Ding ist, Leute... Den pusht doch nicht so. Wer das Ganze von euch noch nicht kennt, Leute, wir werden jetzt von Jörg, der hinter der Kamera sitzt, was geht ab? Hallo. Werden wir jetzt Flachwitze vorgelesen bekommen. Wir haben jetzt gleich Wasser im Mund, deswegen haben wir schon jeder eine Flasche Wasser am Start. Wir müssen einen Mund voller Wasser machen und dann halt bei den Witzen probieren, das Ganze nicht rauszuspucken. Der am öftesten das rausspuckt, hat verloren am Ende. Wir zählen mit. Und ich würde sagen, mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Aber bevor wir anfangen, wir müssen die Challenge ja mal ein bisschen aufpimpen. Ne? Wäre langweilig, wenn wir das ganz normal machen. Warte kurz. Für den extra Mundgeruch habe ich natürlich noch schöne Zwiebeln dabei. Schön. Das ist ja höchstens eine Verbesserung, Lukas. Halt, das machen wir sowieso nochmal neu. Ja. Weißt du warum? Weil ich mein Hai vergessen habe. Du hast mich noch niemals erwähnt. Deswegen machen wir das jetzt schon mal komplett neu. Du kannst dir nochmal die Zähne putzen und nochmal was zu essen holen. Ab. Oh oh. Heute, by the way, mit meinem Papa, was geht? Hi. Hi. Ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum. Jörg, sind die Witze bereit? Jo. Dann. Boah, du stinkst wirklich. Boah. Fangen wir an, ne? Es ist kein Sommer, hier sind 15 Grad. Wir sitzen hier mit den kurzen Hosen. Wir sind 18 Grad oder so. Es ist trotzdem kalt. Ja, oh, warte, bevor wir anfangen, Leute. Hör mal bitte mein Handy. Hey! Jetzt noch nicht nass machen. Ist wasserdicht, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ist kalt. Safe. Egal, Leute, wir fangen jetzt an. Die ist scheißegal, ob die kalt ist. Dann zieh dir was Wärmeres an. Genau, also. Nein, das machst du nicht. Doch, Papa, fang mich nicht ab. Fang mich nicht ab. Nein, du kannst doch schneiden. Wir fangen jetzt an. Jetzt sieht das aus. Das ist lustig. Ja, dann, das macht die Challenge aber keinen Sinn. Für mich schon, für dich mach ich nicht. Kurzer Test, ja. Ne, zieh das aus. Zieh das aus, vorher ist nicht. Mach doch mal, ich mach auch mal ein Test. Du letztes. Zieh es erstmal aus. Zieh es erstmal aus. Gib die Flasche her. Zieh es jetzt erstmal aus. Zieh es aus. Zieh es aus. Es macht sonst keinen Sinn, diese Challenge. Denk dran, du hast sonst verloren. Der Verlierer am Ende kriegt 5 Backpfeifen vom anderen. Das hast du wohl nicht mehr, Alter. Ja, doch. Von jedem Einzelnen, oder? Ja, ja. Das Recht von Jörg. Ehre. Der hat nämlich Arme, die sind größer als mein Kopf. Hör auf! Ich schwöre es dir, Papa, fuck mich nicht ab. Hör auf damit! Okay. So. Hey! Test! Oh, Scheiße, tut mir leid! Ich hab noch nicht angefangen, stopp! Schon nur ein Glitch, das war der Beste jetzt wirklich. Ich hab eben Manuta gegessen und du hast jetzt die Krümel in der Fresse hängen. Wirklich, hab ich nicht, ne? Okay, Leute, let's go. Also, Nummer 1. Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat. Das war gut. 1-0 für mich. Der Witz war ja so flach. Trotzdem macht es Spaß, dich anzuschauen. Weiter. Was passiert, wenn man Cola mit Bier trinkt? Man kollabiert. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. Kannst du mal aufhören, bei jedem Witz mich anzuschauen? Ich lache nicht über die Witze, sondern über dein dummes Gesicht. Weißt du, was das schön ist? Wenn wir normalerweise Videos drehen, ja, sitzen wir so nebeneinander. Da muss ich dein dummes Gesicht halt nicht sehen. Aber jetzt sitzen sie direkt vor mir. Nächster Witz. Sei leise, tut der Wasser los. Wofür machen die diesen Challenge überhaupt? Oh. So, komm, jetzt mal im Ernst. Warum machst du das? Lukas, da ist was passiert.
Ey Mann, das ist nicht Sinn der Challenge. Geh mal rein zur Mama. Es ist nicht Sinn der Challenge. Hör auf. Es ist nicht Sinn der... Boah, der ganze Sitz ist nett. Leute, kurz, Kat, wir müssen jetzt mal ernsthaft diese Challenge machen. Das macht sonst gar keinen Sinn. Los. Okay. So, was sagt der eine Dünnpfiff zum anderen? Du, das läuft ja flüssig. Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Was sagt man über einen Spanner, der gestorben ist? Der ist weg vom Fenster. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Weißt du, was ekelhaft ist? Dieses Zwiebelwasser in meinem Mund, das... Digga. Welche Schuhe tragen Bild-Redakteure? Skandalen. Bild-Redakteure! Ich muss jetzt gerade noch ausspucken, wenn ich schon sagen muss. Ich hab gar nicht geglaubt, dass du den Witz überhaupt verstehst. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Wieso können Skelette schlecht lügen? Weil sie so gut zu durchschauen sind. Was trinken Chefs? Leitungswasser. Wer wohnt im Dschungel und schummelt immer? Mowgli. Ich wollte doch mal gucken, ob das klappt. Aber bestimmt nicht, lol. Warum summen Bienen? Weil sie den Text nicht kennen. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Nicht immer spucken, wenn ich gespuckt habe. Warum so ein Bienen? Junge, was ist das für ein Scheiß? Doch normale Witze. Egal, komm weiter, nächster. Was schmeckt wie Zucker und kann singen? Stevia Naidu. Lukas, zu mir. Du musst zu mir. Nicht darüber, zur Kamera, zu mir musst du spucken. Was schmeckt nach Zucker? Oh, Scheiße. Was sitzt auf einem Baum und schreit, aha? Ein Uhu mit Sprachfehler. Was kauft ein Mann mit zwei linken Füßen im Schuhgeschäft? Flipflips. Flipflips. Ja, war gut. Flipflips. Okay, weiter. So, was ist braun und stinkt nach Scheiße? Scheiße. Ich wollte deinen Namen sagen, du wolltest meinen Namen sagen. Lass mal Stühle tauschen. Nee, lass doch. Mal. Nein, wir tauschen Stühle. Nein. Doch, das ist gegen die Regeln. Okay, Leute, weiter geht's. Drei Witze machen wir noch. Let's go. Wie nennt man einen Delfin mit Unterhose? Slipper. Du hast so hart verloren, ne? Weißt du das? Das ist mir doch egal. Aber dafür bist du richtig nass. Du nennst doch mal noch einmal. Ja, ja. Weiter. Was sitzt auf einem Baum? Was sitzt auf einem Baum und winkt? Ein Huhu. Er schafft kein Wasser mehr. Das ist nur. Das ist doch. Warum fliegt. Komm, setz rein. Nein! Nicht mit Red Bull! Ja, ich würde mal sagen, dann war's das mit der Challenge. Tut mir leid für dich. Ja, wenn mein Papa kennt, was der Mann, kann ich ja nichts dafür. Ich kann ja nichts dafür, dass du bei jeder Scheiße das rausspuckst. Nicht, weil es lustig ist, weil ich dich gerne anspuck. Das hast du immer noch nicht verstanden. Das hast du letztes Mal nicht verstanden. Das hast du jetzt noch. Da würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Muschenhocke. Super blöd. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Schaut gerne beim Instagram von meinem Papa vorbei. Es ist zwar absoluter Cringe, dass du Instagram hast, aber schaut gerne vorbei, Leute. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.